In diesem Video möchte ich zeigen, wie man mit dem Summicron Super 8 mm Film digitalisieren tut. Das ist nämlich ganz einfach. Man braucht nichts anderes als eine Speicherkarte und den Film natürlich. Die Speicherkarte kommt hier in den Schlitz hinten rein. Und als nächstes kann man hier die Maschine anschalten. Je nachdem braucht es noch einen Adapter, zum Filmspulen auf der linken Seite zu montieren. Voilà. Dann wird der Film wie folgt durchgefädelt. Macht auch Klappen auf. Und dann ist wichtig, dass man den Film da unter den zwei silbrigen Nöppli sauber, gerade, herleit und dann zuklappt. Die Leerspule, die mitgeliefert worden ist, montieren wir hier auf der rechten Seite. Montieren. Und dann sind wir fast so weit. Wir tun hier noch das durchschlaufen, wie gezeigt in der Geruchsanweisung oder hier im Video. Und dann kommt hier das Ende. Ups! Das Ende in die Spule rein. So, und dann kann man den ersten Umdrehung schon mal machen. Gut, als nächstes klicken wir hier auf OK. Gehen ein, wie gross die Filmspule ist. Das hier ist eine 7 Zoll Filmspule und bestätigen mit OK. Man wartet. Und der Scan geht los. Einstellen muss man eigentlich gar nichts. Außer man sieht hier, dass der Bildausschnitt nicht ganz korrekt ist. In dem Fall kann man mit OK unterbrechen, geht auf Menü, klickt mit der Pfeil nach Rechtstaste durch das Menü durch, bis Ausschnitt kommt, klickt dann auf OK und dann kann man mit der Y, X und W Koordinaten das Bild entsprechend anpassen. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit den Wert 19, 12 und 12. Wobei Y und X ist das Bild rechts und links verschieben und ein W ist der Zoom. Man kann den Trender noch ein bisschen abschneiden. Gut, wenn man zufrieden ist mit dem Ausschnitt, dann kann es weitergehen mit dem Filmen. Ich persönlich würde nochmal zurückspulen, auf den ganzen Anfang zurück. Aber um jetzt das schnell zu zeigen, können wir da gerade auf OK, Menü, nochmal OK, nochmal Filmspulen bestätigen und dann geht's los. Zuerst machen wir Klappen auf und tun es noch ganz auf die zweite Spule zurück und tun dann die umhängen mit Adapter. Die kommt auf die linke Seite wieder, dass sie schön einrastet. Beim Zurückspulen ist es wichtig, dass man das nicht mehr einhängt, sondern gerade oben durchzieht. Jetzt darf ich anspulen. Nachdem wir es hier eingehängt haben und ein bisschen straff gezogen haben, gehen wir unter Menü, Spulen, OK, bestätigen mit Ja und los geht's. So, da war es schon gewesen. Jetzt liegt der Film als MP4-Datei auf der SD-Karte und kann am Fernseher oder am Computer angeschaut und bearbeitet werden. Wie gut die Qualität wird, sehen wir jetzt hier anhand von ein paar Beispielen, die ich noch angefügt habe. Selbstverständlich hängt die Qualität stark vom Ausgangsmaterial ab.